So, Julia, gibt es eigentlich irgendeine Küche, die du gar nicht magst? Asia-Küche. Und was kochen wir heute? Asia-Küche. Genau, und heute gibt es meine Gyoza. Warte! Was ist denn jetzt eigentlich dieses Gyoza? Das ist im Grunde genommen sind Teigtaschen, ja? Japanische Teigtaschen gefüllt mit Fisch, Fleisch, Gemüse, vegetarisch. Mm. Ähnlich der Tortellini zum Beispiel. Ja? Oder dem Ravioli, wenn man so will. Ja, jetzt geht das schon eher in meine Richtung. Siehst du? Wir brauchen natürlich den Teig. Du brauchst nur Mehl und Wasser, bisschen Salz. Ich nehme gerne für den Teig so ein 550er Mehl. Da brauchen wir bitte exakt 170 Gramm. Oder warte mal, war das andersrum? Nee. Exakt 200 Gramm. Und 170 Milliliter Wasser. Also erstmal schön verrühren. Mhm. Prise Salz haben wir hier. So. Muss das so schwergängig sein? Zum ersten Vermixen, super mit dem Schneebesen. Jetzt hole ich dir einen Holzlöffel. Und dann kannst du so richtig schön das Ganze schlagen sozusagen. Ähnlich wie so ein Spätzleteig. Ja? So, jetzt würde ich sagen, halbe Stunde ins Kühlschrank einfach. Ins Kühlschrank? Ins Kühlschrank gerät und ruhen lassen. Okay. So, Austernpilze gibt's noch. Darf ich die abwaschen? Ja, darfst du auf gar keinen Fall abwaschen. Okay. Das sind Schwämme und saugen sich mit Wasser voll. Und bei den Austernpilzen ist noch eine Besonderheit, die musst du noch nicht mal schneiden. Nee? Nee, hier an diesen Segmenten einfach rupfen. Okay. Wunderbar, dann gibt's noch Schnittlauch mit rein. Kommen da eigentlich immer Pilze rein oder kann auch was anderes rein? Nee, da kannst du eigentlich fast alles reinmachen. Ne? Und das Entscheidende bei Gyoza ist, das ist halt der Unterschied jetzt zu den Ravioli oder den Tortellini. Sie werden gebraten und dann gedämpft. Und zwar in einer Pfanne. Also wenn du sagst, du magst keine asiatische Küche, was ist denn da so das, wo du sagst, das ist das Absolute, was ich überhaupt nicht mag? Oder weil asiatische Küche ist ja im Grunde genommen extrem vielfältig. Ja, also ich gebe ja auch zu, dass das sehr voreingenommen ist. Deswegen bin ich ja auch heute mit dir hier. Und vielleicht bin ich ab morgen der Oberasia-Fan. Na gut, wir gucken mal. Wir haben ein bisschen Schärfe dabei, Chili. Ja, finde ich nicht schlimm. Na, sehr schön. Willst du die mal bearbeiten? Ja. Ja. Und dann rein damit. Ja. Im Grunde genommen kann der Knoblauch und der Chili jetzt mit dazu. Beides zusammen, ne? Ja. Füllung ist soweit fertig. Ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal die Soße. Ein bisschen Chili kannst du wieder haben, das hast du ja schon voll wieder drauf. Wieder ohne Kerne? Oh nein, mach mal mit Kerne jetzt. Sojasauce ein bisschen rein. Und Zitronensaft. Du, weißt du eigentlich, wie man so richtig komfortabel Zitronensaft aus der Zitrone kriegt? Mit einer Zitronenpresse? Ja, ja. Das wäre ja nicht komfortabel. Also das wäre zusätzlicher Abwasch. Deswegen rolle ich die einfach immer so ein bisschen an. Und dann brauche ich einen Spieß. Stell das so hin und spieß hier so rein. Das habe ich noch nie gesehen. Und da kommen keine Kerne mit raus, ne? Keine Kerne und ab in den Kühlschrank für morgen. Krass, das finde ich gut. Oh Gott, das wird scharf. Und ein bisschen Sesamöl noch mit rein. Das riecht ganz schön asiatisch. Teig, bist du fertig? Teig! Teig! Guck mal. Das sieht nicht schlecht aus. So, noch ein bisschen wieder so. Und jetzt guck mal. Ich finde, das ist wie so ein Lebewesenteig. Ne? Guck mal. Oh, so kuscheln. Richtig ne? Kuschelig. Oh. Ei. Genau, also es ist ähnlich wie bei der Pizza im Grunde. Siehst du, du brauchst so richtig eine Liter Fläche. Für die Füllung würde ich jetzt noch mal ein bisschen hacken. Ein bisschen Schnittlauch gebe ich auch noch mit dabei. Dann das Ganze einmal schön kleiner machen. So, guck mal. Sieht gut aus. Riech doch mal hier so rein. Das ist so. Aroma pur, das ist Asien. Oder? Ja, das riecht ganz lecker. Das riecht lecker. Also einfach in die Mitte. Okay. Wichtig ist wirklich, wenn du so dünnen Teig hast, dass du das nicht mit so viel Füllung füllst. Mhm. Du überlappst das jetzt hier. Ja. Dann drückst du das relativ fest an, dass die Füllung wenig Luft hat und faltest es dann immer so übereinander. Ja. Ja. Ein Bötchen. Okay, also Pfanne ist heiß und dann packst du einfach die Gyoza einfach mit der breiten Seite nach unten in die Pfanne. Ein bisschen Sesamöl noch mit dazu geben. Jetzt werden die so ganz kurz angebraten. Jetzt schau mal her, wenn du jetzt hier guckst, richtig schön braun. Ein bisschen wie frittiert, ne? Und dann ist das Entscheidende bei der Gyoza, dass du dann mit Wasser ablöscht und sofort den Deckel drauf gibst. Dann wird der Teig halt nicht gekocht, sondern gedämpft. So, jetzt kommt der große Moment. Bist du bereit? Ja. Okay. 21, 22, 23. Jetzt siehst du, der Dampf entsteht, Wasserbläschen, hier richtig, es sammelt sich unter dem Glasdeckel. Und das lassen wir jetzt so 3-4 Minuten köcheln. Mmh. Ja. Die Teigtaschen sind so richtig schön soft und unten so richtig schön angebraten. Ich würde sagen, jetzt geht's ans Probieren. Also Gyoza, japanisches Gericht. Müssen wir natürlich ein bisschen authentisch bleiben und damit es leichter wird,
Da habe ich dir Stäbchen mitgebracht. Okay. Kennst du dich mit aus? Nee, habe ich noch nie gemacht. Nee, kann such dir was aus. Pink. Super, genau, perfekt. Einmal pur probieren. Ja, eigentlich ganz lecker, ne? Ja, oder? Also gar nicht so schlecht. Ja. Siehst du, aber es fehlt noch Salz. Ein bisschen, ne? Das ist in der Soße. Oh. Also die Gyozas finde ich an sich ganz lecker. Mir ist halt die Soße jetzt schon ganz schön scharf und das hat halt auch so einen intensiven Sojageschmack, was jetzt nicht so meins ist. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich mich da mal rangetraut habe. Ja. Aber beim nächsten Mal koche ich für dich. Ja, okay. Vegan? Na klar. Ja, sehr gut. Ich habe nämlich heute auch vegan gekocht. Stimmt. Und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie Julia heute. Dann traut euch daran. Kocht's nach.